Die FIFA, ein organisiertes Verbrechersyndikat? Der Verband steht vor der Präsidentenwahl und vor einer Zerreißprobe. Verantwortlich für das beliebteste Spiel, den Fußball. Und alle 4 Jahre für die Weltmeisterschaft. Nur sind alle WM-Vergaben der FIFA gekauft? Was ist mit der Deutschen? Wir treffen auch Franz Beckenbauers engen Freund Strippenzieher Fedor Ratmann. Das kann ich definitiv sagen, dass diese WM sauber nach Deutschland kam. Die Vorwürfe bleiben. Schwarze Kasse, Schmiergelder, dubiose Verträge. Es liegt auf der Hand, dass geschmiert worden ist. Und jeder, der sich auf das Spiel einlässt, der weiß das auch. Immer mehr kommt ans Licht, immer neue Details. Mr. Warner, how much price did you take? Schweizer und amerikanische Behörden greifen hart durch. How much? Ermittlungen und Verhaftungen. 40 Fußballfunktionäre sind bereits festgenommen. Wie funktioniert das System FIFA? Was ändert sich jetzt? In Washington laufen die Fäden zusammen. Von hier aus wird alles gesteuert, die Ermittlungen, die Festnahmen, die Verhöre. Die FIFA, der Weltfußballverband, steht im Fokus. Ganz oben auf der Agenda der Justiz. Wir sind auf dem Weg zu den Behörden, die den Fall FIFA ans Rollen gebracht haben, das Justizministerium und das FBI. Sie wenden den sogenannten RICO Act an, ein Bundesgesetz, mit dem die Ermittler weltweit organisierte Verbrecherbanden jagen. In den 70ern geschaffen, um gegen die Mafia vorzugehen, gegen Korruption und Geldwäsche. Und jetzt gegen die FIFA. Er kennt die Methoden vom FBI, war selbst ein Krimineller, saß wegen Bestechung im Gefängnis und arbeitet jetzt für die Ermittlungsbehörde. Sein Job, er dreht Leute um. Und Richard Bistrong bestätigt unsere Recherchen. Das FBI hat einen neuen Kronzeugen, den Ex-FIFA-Vizepräsidenten Jeffrey Webb. Good afternoon. How is Was macht das FBI, um Personen umzudrehen, sodass sie kooperieren? Die einfachste Antwort darauf ist Gefängnis. Die Anklage ist sehr umfangreich. Es droht eine langjährige Haftstrafe in einem Gefängnis in den USA. Für Nicht-Amerikaner kein wirklich schöner Ort. Der Druck baut sich ganz automatisch auf, indem sie sagen, was ihn erwartet. Jeffrey Webb und seine Anwälte kennen die Anklageschrift genau. Wissen, wenn er nicht kooperiert, ist die Chance ungemein größer, dass er schuldig gesprochen wird. Also arbeitet Jeffrey Webb schon mit dem FBI zusammen? Jeffrey Webb drohen gleich mehrere Strafen, vor allem, wenn er nicht vollumfänglich kooperiert. Das bedeutet für ihn, es kann nur schlimmer und schlimmer werden. Deswegen kooperiert er und wird, wie es so schön heißt, wie ein Vögelchen singen. Die amerikanischen Behörden machen ernst. Sie wollen die großen Fische, die FIFA-Führungsspitze. Und sie wollen wissen, ob bei allen WM-Vergaben geschmiert wurde. Mit Jeffrey Webb haben sie einen Kronzeugen, ehemaliger Vize, jahrelang in verschiedenen Funktionen im Verband tätig, Vertrauter der führenden Funktionäre. Er ist schon der zweite aus dem Inner Circle der FIFA, der mit dem FBI kooperiert. Weitere Folgen bestimmt, denn mehr als die Hälfte des Exekutivkomitees ist mittlerweile gesperrt, suspendiert oder festgenommen. Und auch ihn hat es erwischt. Sepp Blatter, 17 Jahre lang der Präsident des Weltverbandes. Kurz vor Weihnachten wird er für 8 Jahre gesperrt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn. Sein letzter Auftritt im Scheinwerferlicht. Sie tragen immer noch das FIFA-Abzeichen. Sehen Sie sich selbst immer noch als FIFA-Präsident? Ich bin ja der gewählte FIFA-Präsident. Den muss man zuerst wegnehmen. Das kann auch die Ethikkommission nicht, die kann mich auch nicht wegnehmen. Nur der Kongress kann mich wegnehmen. Das heißt, keine Zweifel, kein Bedauern, keine eigenen Fehler bei Ihnen? In diesem Falle nicht. Wenn es um Geld geht, nie.
Jamais. Das sind meine Prinzipien. Nimm nie Geld an, was du nicht verdient hast. Bezahle deine Schulden und benutze nie Geld, um etwas zu erreichen. Das ist von meiner Vaterseite her seit Jahren. Seit ich 12-jährig bin, hat man mir das eingegeben. Und das ist meine Lebensphilosophie. Wenn Sie doch aber nach diesen Prinzipien gelebt haben und die FIFA so geführt haben, warum gab es denn so viele korrupte Machenschaften innerhalb der FIFA? Ja, aber diese korrupten Machenschaften geht eben auf Personen und nicht auf die Institution. Die Institution FIFA ist nicht korrupt. Die Institution FIFA, die läuft, die arbeitet, die tut. Die Leute, die in der FIFA sind, sind verunsichert, heute noch mehr als gestern, weil sie auch hofften, dass man jetzt das wieder in Ordnung bringt. Aber ich kann nicht verantwortlich sein für Leute, die ich nicht selber ausgewählt habe. Wie erklären Sie sich, dass jede Vergabe der Weltmeisterschaften seit 1998 wohl mit krummen Geschäften in Verbindung gebracht wird? Ich glaube eben nicht, dass es krumme Geschäfte sind. Jede Weltmeisterschaft, seitdem ich bei der FIFA bin, habe ich gesehen, die Vergabe hat immer einen großen politischen Einfluss. Eine WM-Vergabe kann man nicht einfach erkaufen. Also alles sauber gelaufen, immer? Das weiß ich doch nicht. Ich kann doch nicht für die anderen verantwortlich sein. Aber Sie waren doch der Präsident der FIFA. Ja, aber da waren so viele Kandidaten. Es waren ja 4 Kandidaten aus Asien. Und dann kam, also was Sie alles, ich kann doch nicht verantwortlich sein für das. Und ich wusste das auch nicht. Ich wollte es auch nicht wissen. Hat er also jahrelang Bestechung toleriert? Öffentlich spricht kaum jemand über die Vorgänge. Man muss lange suchen, um jemanden zu finden, der auspackt. In Australien lebt eine Kronzeugin, eine Whistleblowerin. Ihr Land hat sich um die WM 2022 beworben. Die Regierung hat mittlerweile eine Untersuchung gestartet. Öffentliche Gelder sollen für Stimmenkauf von FIFA-Funktionären genutzt worden sein. Wir fliegen nach Sydney. Fußball. Hier nicht die Sportart Nummer 1. Die Weltmeisterschaft sollte das ändern. Die Regierung stellte 46 Millionen Dollar Steuergelder zur Verfügung, um die WM Down Under zu holen. Bonita Mersiades liebt den Sport, hat von einer WM in ihrer Heimat geträumt. Als Managerin im Bewerbungsteam hat sie alle Vorgänge mitbekommen. Australien wollte, wie andere Länder auch, die WM 2022. Bekam von den FIFA-Bossen aber nur eine Stimme. Das Wüstenemirat Katar gewann am Ende deutlich. Am Spiel der FIFA-Funktionäre musste auch Australien teilnehmen, sagt Bonita Mersiades. Sie spricht von heimlichen Deals, von Schmiergeldern, von Millionen, die die Funktionäre für ihre Stimme verlangten. Ohne das liefe keine WM-Vergabe. Sie geht mit ihren Informationen an die Presse und arbeitet mit der Justiz zusammen. Die FIFA macht das sehr intelligent. Die Leute, die in der Verantwortung stehen, sagen, ich habe nichts Falsches gemacht. Ich habe nie mit dem oder dem gesprochen. Ich weiß von nichts. Denn für alles gibt es Mittelsmänner, Berater, die führen die Geschäfte für die FIFA durch. Warum denken Sie, ist das System immer das Gleiche? Es gibt viele Gemeinsamkeiten bei den WM-Vergaben. Vor allem, wenn man die Bewerbungen von Deutschland 2006 und von Südafrika 2010 mit unserer Kampagne in Australien vergleicht, sind die Auffälligkeiten verblüffend. Wir haben Gelder an den Ozeanischen Verband gezahlt, nach Afrika und auch zu Jack Warner in die Karibik. Es waren die gleichen Akteure, die gleichen Mittelsmänner, die verantwortlich waren, wie Fedor Ratmann und sein Team. Sie sprechen über Fedor Ratmann. Er war 2006, 2010 und 2022 dabei, war auch mitverantwortlich für die Transaktion. Kann man die Abwicklung vergleichen? Es ist ein sehr ähnlicher Ablauf, ja. Und es sind dieselben Personen, sowohl 2006 als auch 2010, wie auch bei unserer Bewerbung. Jeweils gingen Gelder zu FIFA-Exekutivmitgliedern wie zu Jack Warner. Die Belege liegen vor. Und die Berater für die Kampagnen, von der FIFA empfohlen und immer die gleichen. Bonita Mersiades behauptet, die deutschen Berater sollen verantwortlich für die Bestechung sein.
Um das zu belegen, zeigt sie uns ein internes Papier. Auf der einen Seite die offiziellen, auf der anderen die inoffiziellen Ausgaben. Für sie eine Schmiergeldliste. Rund 6,5 Millionen Dollar sollen als Entwicklungshilfe getarnt an die Verbände von FIFA-Funktionären geflossen sein. Laut Liste nach Asien, Afrika und in die Karibik. Das hier ist wahrscheinlich ein Dokument, das die FIFA nicht gerne in der Öffentlichkeit sehen will, oder? Michael Garcia, ein Ermittler der FIFA, hatte es auch, hat mich danach befragt. Ich kannte es aus unserer Bewerbungszeit, habe dazu immer wieder Fragen gestellt. Unser Organisationskomitee hat gesagt, wir sollten es keinem zeigen. Warum gingen Millionen zu Verbänden von FIFA-Funktionären und es wurde der Regierung verschwiegen? Das ist der entscheidende Punkt. Auf der einen Seite hat uns die Regierung finanziert, es sollte eine von Australien getragene WM sein. Auf der anderen Seite aber gab es rund 6,5 Millionen Dollar, die wir verheimlichen sollten. Verheimlichte Gelder, die an FIFA-Funktionäre fließen. Vom ehemaligen Vizepräsidenten Jack Warner ist bekannt, dass er das Geld auf seine Privatkonten transferiert hat. Für Bonita Merziades sind die Berater die Schlüsselfiguren, die Verwalter des Schmiergelds. Fedor Radman und seine Partner haben für ihre Arbeit viel Geld kassiert. Sind diese Summen normal? Es ist tatsächlich sehr viel. Sie haben insgesamt rund 14 Millionen Dollar bekommen. Das geht aus mehreren Dokumenten hervor. Das war die Summe für alle Arbeiten, die sie für uns gemacht haben, wie das Bitbook und die Abschlusspräsentation. Aber das hat keine 14 Millionen gekostet. Das Bitbook war zwar aus echtem Känguruleder, aber trotzdem. Die Verträge zeigen ganz genau auf, sie sollten rund 7 Millionen Dollar verdienen. Am Ende haben sie rund 14 Millionen Dollar abgerechnet. Das heißt also, entweder sie haben viel mehr ausgegeben, als vorher festgelegt war, oder sie haben die Gelder verwaltet. Es dreht sich also genau um die Summe, die heimlich an die FIFA-Exekutivleute ging. Also eine schwarze Kasse vielleicht? Das kann man so sagen, ja. Und wir wissen, dass Gelder in die Karibik, nach Asien und insbesondere nach Afrika gingen. Auch Fedor Radman war dafür verantwortlich. Heftige Anschuldigungen. Die australische Regierung untersucht das, auch die amerikanische Justiz. Ist das Beispiel Australien das Modell für die WM-Vergaben der FIFA? Das System? Eine schwarze Kasse für Schmiergeld? Fedor Radman und sein Partner Andreas Arbold als angebliche Drahtzieher? Die Parallelen zur deutschen Bewerbung sind auffällig. 6. Juli 2000, das deutsche Team mit Otto Schilly und den drei Machern Arbold, Radmann und Franz Beckenbauer. The winner is Deutschland. Ohne Andreas Arbold und Fedor Radmann wäre die WM 2006 wohl nicht nach Deutschland gegangen. Dafür wurden sie gefeiert, jetzt müssen sie sich rechtfertigen. In dieser alten Stadtvilla sitzt Andreas Arbold, der sowohl für Deutschland 2006, für Südafrika 2010 und für Australien 2022 gearbeitet hat. Darüber wollen wir mit ihm sprechen. Der Vertraute und Freund von Franz Beckenbauer entwirft vor allem Bitbooks. Bücher, in denen die Qualitäten und Vorzüge eines Bewerbers für eine Weltmeisterschaft herausgehoben werden. Die FIFA verlangt solche Bücher, auch damit sich ihre Exekutivmitglieder ein Bild machen können. Das australische Buch in Känguruleder hat die Herren allerdings nicht überzeugen können, auch wenn es Millionen gekostet hat. Im Entscheidungsprozess selbst hat das Bitbook mit Sicherheit eine gewisse Relevanz, ob es tatsächlich von den FIFA-Exekutivmitgliedern gelesen und zur Beurteilung der Stimmabgabe herbeigezogen wird, wage ich zu bezweifeln. Was kostet so ein Buch, wenn man die Summe mal überschlägt? Also Sie müssen den Bearbeitungszeitraum sehen, der beläuft sich oft über ein Jahr. Im Falle Australiens waren es 2009 und 2010 eineinhalb Jahre, die wir mit dem Bitbook beschäftigt waren, davon ein Jahr Kernzeit mit einem Stab von bis zu 150 externen Mitarbeitern. Und ein Volumen für ein Bewerbungsdokument dieser Art mit über 1000 Seiten in der Produktion, Herstellung, kostet etwa zwischen 1,4 und 1,8 Millionen Euro. Und das ist dann auch das, was Sie von der australischen Bewerbung sozusagen bekommen haben? Richtig. Okay. Und haben Sie da alleine gearbeitet oder war Fedor Radmann da auch involviert? Fedor Radmann war da nicht involviert.
Ein australischer Regierungsbericht kommt zu einem anderen Ergebnis. Darin heißt es, Fedor Ratmann hat als Berater für die WM-Bewerbung gearbeitet, zusammen mit Andreas Arbold. Und sie hätten ein gemeinsames Budget von 14 Millionen Dollar gehabt. Laut Final Report haben Sie insgesamt 14 Millionen verdient, Sie und Fedor Ratmann zusammen. Wie kommen diese Diskrepanz zu den 1,8 Millionen, die Sie eben erwähnt haben? Also die 14 Millionen sind mir auch nur durch die Medien bekannt. Und entzieht sich meiner Kenntnis, wie dieser Final Report auf diese Summen kommt. Wir haben Honorare abgerechnet in den Größenordnungen, die ich genannt habe. Aber trotzdem 1,8 Millionen und 14 Millionen, das ist ja eine riesige Summe, die dazwischen liegt. Wie erklären Sie sich das? Ich kann es mir nicht erklären und ich ehrlich gesagt suche auch keine Erklärung für Angaben, die mir nicht bekannt sind. Für die deutsche WM-Bewerbung hat Andreas Arbold das Logo und Bitbook erstellt. Bewerbungsdokument gemacht. Also das ist das Buch für 2006? Das ist das Buch für 2006, okay. Genau. Zu dem Job gekommen ist er über seinen engen Freund Fedor Ratmann. Über ihre gemeinsamen Beratungsunternehmen reden sie nur ungern. Was sagt Ihnen die Firma BLM? Ist eine Firma, die ich gegründet habe, ja. Und mit wem sind Sie da zusammen? Aktuell gehört die Firma mir und meiner Frau. Okay. Und Fedor Ratmann hat oder hatte da Anteile an dieser Firma? Fedor Ratmann war im Verwaltungsrat dieser Firma, ja. Jahrelang ist Fedor Ratmann Präsident des Verwaltungsrates der Firma, wie dieser Handelsregisterauszug belegt. Fedor Ratmann zieht sich nach Bekanntwerden des deutschen WM-Skandals aus der Firma zurück. Von München aus machen wir uns auf den Weg in die Schweiz. Hier ist die Firma von Arbold und Ratmann registriert. Doch an der eingetragenen Adresse finden wir nichts weiter als ein Haus mit vielen Klingeln. Keiner macht uns auf, nur eine Briefkastenfirma. Und es gibt noch ein weiteres gemeinsames Unternehmen, die BRA AG. Hier geht es, wie es offiziell heißt, um Beratung und Vermittlung, Marketing und Sponsoring im Bereich Sport. Und auch um Weingüter im Ausland. Lange zögert Fedor Ratmann, will uns kein Interview geben. Dann willigt er doch ein, der 71-Jährige, der als Strippenzieher der deutschen WM-Bewerbung gilt, über die es so viele Ungereimtheiten gibt. Darüber und auch über seine Verbindung zu Andreas Arbold wollen wir mit ihm reden. Wie eng sind Ihre geschäftlichen Kontakte jetzt auch? Wenn es irgendwo welche gibt, dann überlegt man es. Aber im Moment ist nichts anhängig und er ist ein Freund. Das heißt, es gibt keine gemeinsamen Firmen mit Ihnen und Andreas Arbold? Nee. Laut Unterlagen der, des Handels... Im Übrigen geht Sie das nichts an. Aber der Handelsregister, öffentliche Handelsregister zeigt... Wo ich Verwaltungsratspräsident war. Sie sind in der sogenannten Firma BLM. Das bin ich nicht mehr. Jetzt nicht mehr, aber bis zum Jahresende waren Sie Präsident mit Einzelunterschriftsrecht? Nein, ich war Verwaltungsratspräsident. Laut Handelsregisterauszug stimmt schon. Aber Präsident, das habe ich niedergelegt. Mit Einzelunterschriftsrecht. Und es gibt noch eine Firma BRA, auch zusammen mit Ihnen und Andreas Arbold. Auch da sind Sie Präsident mit Einzelunterschriftsrecht. Richtig. Laut Handelsregisterauszug. Und gerade haben Sie gesagt, dass Sie keine gemeinsamen Firmen haben. Wie kommt das zustande? Ja, gemeinsamen Firmen haben. Also entschuldigen Sie, erstens ist das nicht Ihre Geschichte. Das sind Privatgeschäfte. Und über diese Firmen lief nie Geschäfte mit FIFA-Sachen? Entschuldigen Sie, also, ich muss mich über Ihre Fragen wundern. Fedor Ratmann, ein Beziehungskünstler. Ein Lobbyist, eine Art sportpolitischer Geheimrat, schon immer. Dass er die WM mit Franz Beckenbauer nach Deutschland geholt hat, galt als großer Coup. Bevor Schmiergeldvorwürfe aufkamen, hieß es, die tollen Bewerbungsunterlagen seien der Grund für den Zuschlag gewesen. Beckenbauer und Ratmann übergeben sie gemeinsam an Sepp Blatter. Ja. Sie sind Herr Ratmann? Guten Tag, Herr Blatter. Es ist sehr schön, Sie zu sehen. Grüß dich sehr. Welcome back to FIFA. Gut. Der Kreis schließt sich, gell? Ja, der Kreis schließt sich. Langsam. Blatter und Ratmann kennen sich bestens. Ratmann saß in der Medienkommission, war bei Adidas und bei der Sportrechtefirma ISL tätig, der Korruption nachgewiesen wurde. Beides enge FIFA-Partner. Aber er ist ehrenamtlich. Er macht das ehrenamtlich. Du weißt, beim DFB kriegst du natürlich gar nicht bezahlt. Das ist so. War die WM gekauft? Gab es Deals im Hintergrund?
Franz Beckenbauer sprach nur von Absprachen unter Freunden. Ah, es gibt auch im Leben, es gibt unter Freunden, unter Männern gibt man sich die Hand und dann spricht man ab und dann wird das so gemacht. Also wenn man wegen jedem Gespräch eine Aktennotiz braucht oder ein Protokoll, naja gut, so viel Papier gibt es gar nicht auf der ganzen Welt. Also ich glaube, da wo ein Wort ist, da sollte auch noch ein Wort gelten. Uns gibt Franz Beckenbauer kein Interview. Dabei ist immer noch nicht geklärt, warum es eine ominöse 6,7 Millionen Überweisung vom Ex-Adidas-Chef Dreyfus gab und vor allem, was aus dem Geld wurde. Beim DFB ist seit Bekanntwerden der Zahlung und eines geheimen Vertrags mit FIFA-Skandalfunktionär Jack Warner nichts mehr, wie es war. Wolfgang Niersbach, der Präsident, versuchte sich aus der Verantwortung zu stehlen. Vergeblich. Also ich wüsste nicht und weiß definitiv nicht, das kann ich auch nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen. Das war mir nicht bekannt und auch muss... Also ich kann ja nur für mich persönlich hundertprozentig sprechen. Niersbach zog sich zurück. Vielleicht auch, weil eine Schmiergeldliste in seinem Büro gelegen haben soll. Wer aber war tatsächlich für die dubiosen Vorgänge um die WM-Bewerbung in Deutschland verantwortlich? Doch Fedor Rathmann. Haben Sie die WM-Bewerbung in Deutschland gekauft? Wurden Schmiergelder verwendet? 100% nicht. Außer, es wären mir vorbeigegangen. Aber dann müsste ich mich schämen. Nein, das kann ich definitiv sagen, dass diese WM sauber nach Deutschland kam. Und ich sage auch heute noch, niemand, selbst die negativsten Medien, und von denen haben wir ja reichlich, ja, können bestreiten, dass wir die WM sauber bekommen haben und dass wir nicht nur ein Fußballturnier organisiert haben, und da bin ich nicht ganz unschuldig, sondern ein gesamtgesellschaftliches, weltweit anerkennendes Ereignis produziert haben. Woher kommen dann die 6,7 Millionen Euro jetzt umgerechnet? Ganz eine andere Geschichte. Der Herr Dreyfus hat die 10 Millionen Schweizer Franken bezahlt. Wenn Sie so wollen, ausgelegt, vorausgezahlt oder wie auch immer. So. Und dann kam sehr schnell der Zuschuss. Wohin gingen dann diese 6,7 Millionen, ja, also diese 13 Millionen? Ich kann mir das denken, aber ich weiß es nicht. Und wenn ich es nicht weiß, kann ich es auch nicht sagen, weil dann ist es eine Vermutung oder eine Spekulation. Das überlasse ich anderen. Das heißt, Sie haben mit diesen Zahlungen, mit diesen 6,7 Millionen und der Rückzahlung nie was zu tun gehabt und Franz Beckenbauer auch nicht? Nein, mit der Zahlung, da habe ich die Message weitergegeben, wie es dann gegangen ist, im Detail, woher, wohin, weiß ich nicht. Die Rückzahlung ist so gelaufen, denke ich mir, das weiß man ja, dass das OK die FIFA bezahlt hat, oder an die FIFA bezahlt hat, zur Weitergabe an Herrn Dreyfus. Ob das geschickt war, das überlassen wir mal. Das Geld soll zur asiatischen Funktionärin und zu Jack Warner geflossen sein. Stimmenkauf oder versteckte Deals unter Freunden? Haben Sie dann mit den Asiaten im Vorfeld gesprochen? Gab es Abstimmung? Wir haben mit allen gesprochen. Sie dürfen sich nie erlauben. Und wenn heute so gescheite Totalaufklärer, lückenlos Aufklärer daherreden, die haben davon keine Ahnung. Wie haben Sie denn die Leute überzeugt, dass sie gut sind? Wir sie bei allfälligen Gelegenheiten angesprochen haben. Alle haben unsere Unterlagen ja, wie die anderen auch, erhalten. Aber womit haben Sie sie überzeugt? Auch vielleicht mit finanziellen Mitteln? Wissen Sie, es regt mich langsam auf. Und diese dumme Frage will ich auch gar nicht mehr beantworten. Ja, weil ich sagte Ihnen schon, dass wir nach meiner Meinung niemanden finanziell oder sonst wie beeinflusst haben und dabei bleibt's. Wie kommt denn dieser Vertrag mit Jack Warner zustande, der ja im Felde der Bewerbung aufgesetzt wurde? Er ist ja nie rechtsgültig geworden. Es ist auch nie ein Punkt daraus je vollzogen worden. Also können einige schlaue Menschen von einem Bestechungsversuch reden, aber das ist ein bisschen doch wohl obskur. Haben Sie den Vertrag aufgesetzt? Haben Sie ihn unterschrieben? Nicht. Paraffiert habe ich ihn. Aha. Das heißt, Sie wussten von dem Vertrag? Ja, Vertrag, das ist ja gar nicht zustande gekommen. Und sehen Sie das nicht als Bestechung? Nee. Warum? Weil es nicht zum Tragen kam. Naja, aber es ist ja nicht, er ist ja nicht einmal rechtsgültig unterschrieben. Aha. Aber juristisch gesehen ist das... Nein, ist es nicht. Das mögen die so sehen. Ja? Aber der Vertrag ist nicht, oder das Papier ist nie rechtsgültig geworden. Jackie, darf man nicht übersehen, war ja damals, und da machen wir auch einen Fehler, aber es sind immer wieder wir Deutschen, die da so ganz besonders klug sind, war er FIFA-Vizepräsident
unheimlich einflussreich, sehr nah am Präsidenten. Ja, ihn zum Feind zu haben, wäre nicht ratsam gewesen. Das heißt, der Aber wir wussten ja sehr wohl, dass er uns nie wählen wird. Das heißt, dieser Vertrag war tatsächlich da, um ihn von sich zu halten? Können Sie so sagen. Mhm. Gab es noch andere solche Verträge? Können noch andere solche Verträge nicht. An die... Nein, glaube ich nicht. Fedor Rathmann weist alles von sich. Er und sein Freund Franz Beckenbauer werden wohl bald vor Gericht aussagen müssen. Es wird immer enger für sie. Ein Mitarbeiter von Fedor Rathmann redet ganz anders über die WM-Bewerbung. In Oberstdorf treffen wir Otto Maximilian Fischer, einer aus der Führungsriege des Deutschen Organisationskomitees. Er erklärt uns, wie es bei der FIFA angeblich abläuft, wie Weltmeisterschaften vergeben werden. Jeder war begeistert, als im Jahr 2000 von Fedor Rathmann und Franz Beckenbauer diese WM nach Deutschland geholt worden ist. Jeder hat gewusst, dass man bei der FIFA Dinge tun muss, die vielleicht mit Compliance und Corporate Governance nicht vereinbar sind. Ich glaube, dass einfach von den beiden die Wünsche der FIFA-Mitglieder entgegengenommen worden sind und dass das Nötige getan worden ist, um diese Wünsche zu befriedigen. Von welchen Wünschen, welchen Leistungen sprechen Sie? Ich meine alle möglichen Leistungen. Also Sie fragen jetzt den Entscheider sowieso, was können wir für dich tun? Dann sagt er Ihnen ganz offen, ich brauche 10.000 Fußbälle, um den Fußball in Afrika weiterzuentwickeln. Ich brauche Equipment und auch Geld. Das wird ganz offen kommuniziert, ist überhaupt kein Geheimnis. Und jeder, der sich in diese, auf das Spiel einlässt, der weiß das auch. Und noch einer spricht offen über Schmiergeld. Guido Tognoni, ehemaliger FIFA-Direktor, der Rathmann und Arbold gut kennt. Auch die Tricks und Machenschaften bei WM-Vergaben. Es liegt auf der Hand, dass geschmiert worden ist. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man Leute von außen reinholt, die nicht zum offiziellen Team der FIFA gehören oder die auch nicht zum offiziellen Team der Bewerber gehören. Das sind wirklich die Leute, das sind die Mittelsmänner, welche dann für spezielle Aufgaben eingesetzt worden sind. Und diese speziellen Aufgaben, die gab es offensichtlich, weil wir alle wissen, dass mehr als die Hälfte des Exekutivkomitees zu jener Zeit, das war korrupt. Wie haben Sie das erlebt in der FIFA, dieses Bitbook? Ja, es gibt natürlich bei den FIFA-Anlässen viele Möglichkeiten für unbekannte Rechnungen, für unbekannte Zahlungen. Das Bitbook war eine Variante, das Bitbook war natürlich maßlos überteuert, oder? Das hat man Millionen für so ein Bitbook ausgegeben, das im Schluss kaum jemand gelesen hat. Das war natürlich schon ein Instrument, um seltsame Zahlungen zu rechtfertigen. Wie haben Sie Fedor Rathmann und Andreas Arbold erlebt? Was für eine Person waren das? Die Leute wie Rathmann und so weiter, das sind natürlich Leute, die sind mit allen Wassern gewaschen. Und es ist natürlich auch so, dass man in der FIFA gerne solche Leute hat, welche eine gewisse Verantwortung auf sich nehmen, welche sich als Kenner ausgeben, welche auch eindeutig viele Beziehungen haben und welche dann gewisse Arbeiten erledigen, die man lieber nicht selber erledigt. Viel Spielraum für Schiebereien. Wie funktioniert das genau? Länder und ihre Fußballverbände, die eine WM ausrichten wollen, müssen die stimmberechtigten FIFA-Bosse überzeugen. Schmiergeldzahlen wäre zu offensichtlich. Sie tun das wohl oft über einen Umweg. Berater fertigen überteuerte Bitbooks und stellen Entwicklungshilfeprojekte auf die Beine. Von Millionen, die so auch in die Karibik fließen, bedienen sich dann die Funktionäre, wie zum Beispiel Jeffrey Webb oder Jack Warner. Wir fliegen in die Karibik. Wohin flossen die als Entwicklungshilfe getarnten Schmiergelder? Unser erstes Ziel, die Cayman Islands, Heimat von Ex-FIFA-Boss Jeffrey Webb, der Mann, der jetzt der Kronzeuge der amerikanischen Justiz ist. Beim Fußballverband mit der Abkürzung CIFA ist er jahrelang Präsident. In der Weltrangliste auf Platz 196 gehört die CIFA zu den kleinsten Verbänden der Welt, laut öffentlichen Ausgaben aber zu den größten. In der Zentrale sind Millionen aufgelaufen zur Förderung des Fußballs. Das Geld soll Webb auf seine Konten umgeleitet haben. Die Zentrale steht leer. Sie können nicht einmal mehr die Rechnung für den Strom bezahlen. Ein kleiner Platz wird gerade gebaut. Gemessen an den rund 25 Millionen Dollar Entwicklungshilfe müsste hier längst eine moderne Arena stehen. In der größten Bank der Fidelity arbeitete Webb neben seiner Tätigkeit als Fußballfunktionär. Er soll Konten nicht nur für sich, auch für viele andere FIFA-Exekutivmitglieder angelegt und Schmiergelder versteckt haben.
Im Gerichtsarchiv finden wir dieses Dokument. Jeffrey Webb, Direktor von JD International. Das ist eine Firma vom ehemaligen Vizepräsidenten Jack Warner, über die nachweislich Millionen aus fragwürdigen FIFA-Deals flossen. Das Unternehmen sitzt im Ugland House, von dem US-Präsident Obama sagt, es ist entweder das größte Haus der Welt oder der größte Steuerbetrug. 18.000 Firmen sind registriert, zwei gehören Jack Warner. Ich habe gesehen, dass die Firma JD International hier registriert ist und Sie sind die Kontaktperson. Warum wollen Sie das wissen? Woher kommen Sie? Wir sind vom deutschen Fernsehen und versuchen herauszufinden, warum die Firma hier ihren Sitz hat. Das ist doch Jack Warners Firma, oder? Oh, dazu kann ich nichts sagen. Warum? Ich kann nichts sagen. Warum ist die Firma hier registriert? Kein Kommentar. Für wen arbeiten Sie dann? Kein Kommentar. Kein Wort? Scheinfirmen, Schwarzgeldkonten und gemeinsame Geschäfte. Jeffrey Webb und Jack Warner müssen sich jetzt verantworten. Das ist Jack Warner, 30 Jahre lang einer der wichtigsten Männer bei der FIFA. Freund von Sepp Blatter, Vizepräsident aus Trinidad und Tobago. Wir fliegen auf die südlichsten der karibischen Inseln. Spurensuche in seiner Heimat. Jahrelang hat Jack Warner nachweislich Schmiergelder angenommen. Die Leute hier nennen ihn nur Jack the Ripper. Der, der alle betrügt, der durch schmutzige Geschäfte Millionen gemacht hat. Seine Villa, ein Hochsicherheitstrakt, überall Kameras, dicke Mauern. Er versteckt sich gerne, heißt es, sich und seinen Reichtum. Ganz in der Nähe sitzt die Sunshine, Jack Warners Wochenblatt. Er hat sich in seinem Heimatland ein kleines Imperium aufgebaut. Zeitung, ein Radio und ein Fernsehsender. Kann ich Ihnen helfen? Guten Morgen, ich bin Markus Harm vom deutschen Fernsehen und suche Jack Warner. Er ist nicht hier. Wissen Sie, wann er kommt? Ich kann Ihnen das nicht sagen. Dabei steht sein Auto vor der Tür. Zu Gesicht aber bekommen wir ihn den ganzen Tag nicht. Jack Warner, die vielleicht korrupteste Figur im Weltfußball. Ein ehemaliger Mitarbeiter von ihm aber redet mit uns. Bruce Inanson, Manager im lokalen Fußballverband. Er sagt, Warner habe sogar das eigene Nationalteam betrogen, das sich für die WM in Deutschland qualifizierte. Er hat die gesamten Werbeeinnahmen einfach behalten, nichts ausgezahlt, obwohl es gültige Verträge gab. Bei der WM in Deutschland hatten wir große Sponsoren, doch die Spieler und ich haben davon keinen Cent gesehen. Wie hat er es geschafft, so viel Geld aus dem Fußball abzuzweigen? Es herrscht eine Kultur der Korruption bei der FIFA. Sie haben es dort nie als Schmiergelder oder Bestechung gesehen. Jack Warner hat immer behauptet, das ist der Lohn für seine harte Arbeit und sein Engagement. Es ist einfach diese FIFA-Kultur. Ich habe mal zu ihm gesagt, das ist ja wie bei der Mafia. Er hat geantwortet, nein, es ist viel besser. Wir fahren zur größten Fußballakademie des Landes, zum Center of Excellence. Hier sollen viele seiner Millionen drinstecken und auch Fußballentwicklungsgelder. Von über 30 Millionen US-Dollar sprechen die amerikanischen Behörden. Innen Warners Trophäenschrank. Ihm gehört das hier alles. Nicht nur die gesamte Anlage, auch das Land, auf dem sie steht. Doch woher stammt das Geld? Uns liegen Dokumente vor, die belegen, aus Katar hat er mindestens 1,2 Millionen Dollar erhalten für seine Stimme bei der WM-Vergabe. Aus Südafrika hat er 2008 10 Millionen Dollar kassiert, getarnt als Entwicklungshilfeprogramm. Und im Zusammenhang mit der WM 2006? Es gibt den geheimen Vertrag und eine Bankeinzahlung von 500.000 Dollar, auch an eine Firma namens LOC Germany, die gehört Jack Warner. Wir wollen ihn danach befragen. Vor einer parlamentarischen Anhörung treffen wir ihn. Jack Warner, den über Jahrzehnte hinweg mächtigen Funktionär der FIFA.
Mit dem Mr. Warner. Hallo, Herr Warner, wir sind vom deutschen Fernsehen. Ich spreche nicht mit Ihnen. Wir haben nur ein paar Fragen, Herr Warner. Nein, nein. Der 73-Jährige ist nur auf Kaution auf freiem Fuß. Die amerikanischen Behörden ermitteln wegen Korruption und Geldwäsche. Seine Heimat ist aufgefordert, Warner auszuliefern. Der Prozess läuft. Er und seine Anwälte versuchen alles, um das zu verhindern. Es ist ein Spiel auf Zeit. Herr Warner, können wir jetzt ein paar Worte mit Ihnen wechseln? Deutsches Fernsehen. Haben Sie Ihre Stimme bei jeder WM-Vergabe verkauft? Herr Warner, warum haben Sie Geld aus Deutschland bekommen? Warum sprechen Sie nicht mit uns? Herr Warner, wie viel Schmiergeld haben Sie genommen? Wie viel Schmiergeld? Einen bösen Blick. Mehr bekommen wir nicht von Jack Warner. Eine der zentralen Figuren im System FIFA lässt sich beschützen und schweigt. Jack Warner soll bei zahlreichen WM-Vergaben abkassiert haben. Und den fragwürdigen Vertrag mit den Deutschen gab es auch, abgeschlossen, direkt vor der Abstimmung. Wir sind zurück in der Schweiz. In Bern bei der Bundesjustiz ermitteln sie um die Vorgänge im Zusammenhang mit Jack Warner und möglicher Schmiergelder bei der deutschen WM-Vergabe. André Marti von der Bundesanwaltschaft bestätigt, es geht ihnen vordringlich um Deutschland 2006 und dass das auch zusammenhängt mit dem Verfahren gegen Sepp Blatter. Es wurde ein Strafverfahren gegen den noch amtierenden Präsidenten der FIFA eröffnet. Je nachdem, wie dieses Strafverfahren ausgehen wird, droht in der Tat eine Gefängnisstrafe. Das ist so. Das Verfahren könnte auch auf andere Personen noch ausgeweitet werden. Aber Sie dürfen davon ausgehen, dass es verschiedene, auch Ihnen bekannte Personen gibt, die in diesen Strafverfahren involviert sind. Deutsche Personen? Es gibt sehr viele verschiedene Interessen in der Welt des Fußballs und die schauen wir uns alle mit großem Interesse und zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern sehr genau an. Das heißt, Sie arbeiten auch mit den deutschen Strafvermittlern zusammen? Das ist richtig. Es gab ja ein Rechtshilfeersuchen unserer Frankfurter Kollegen. Das bearbeiten wir hier in der Schweiz prioritär. Es wird zu Einvernahmen von Personen kommen, bei denen die deutschen Kollegen von uns hier in der Schweiz unterstützt werden. Wird es eventuell weitere Verhaftungen geben? Ich schließe nicht aus, dass es in diesen verschiedenen Strafverfahren noch zu Überraschungen kommt. Und ich werde mich hüten, vorab Ihnen zu erzählen, was geplant ist. Neue Verhaftungen? Vielleicht schon in den nächsten Tagen? Und wie geht es weiter beim Weltfußballverband? 2015 hat er rund 65 Millionen Euro Verlust gemacht. Sponsoren sind abgesprungen, hohe Anwaltskosten stehen zu Buche. Die FIFA will sich nach eigenen Angaben reformieren. Der Startschuss soll hier bei der Präsidentenwahl Ende Februar fallen. Es gibt zwei Top-Favoriten für den Posten. Der erste hat gleich ein ganzes Stadion gemietet und reichlich Fußballstars kommen lassen, um zu zeigen, ich bin der Richtige. Gianni Infantino, ein Schweizer, noch der Generalsekretär des Europäischen Verbandes UEFA. Ein, wie viele Kritiker sagen, Mann des Systems, der mit Blatter, Warner und all den anderen jahrelang auf Du und Du ist. Ich kann nicht einfach zusehen, dass das alles kaputt geht, dass alles zerbricht. Und deswegen habe ich mich entschieden, jetzt da zu kandidieren und werde versuchen, FIFA-Präsident zu werden. Wir müssen das Image der FIFA wieder aufpolieren, den Respekt, den die Fans, den die Leute an die FIFA zollen sollen, müssen wir wieder herbringen. Und das können wir nur tun, wenn wir natürlich die FIFA reformieren, wenn wir natürlich die Reformen durchbringen, wenn wir natürlich die Reformen leben, aber vor allem, wenn wir den Fußball zurück zur FIFA bringen. Der zweite Favorit, Scheich Salman Al-Khalifa, Chef des Asiatischen Fußballverbandes. Er gehört zur Herrscherfamilie von Bahrain. Soll an Menschenrechtsverletzungen beteiligt gewesen sein, Folter toleriert haben. Trotzdem,
hat er große Unterstützung. Ich denke, Gianni hat eine sehr gute Chance und bekommt die Unterstützung der UEFA. Und ich habe wohl den asiatischen Verband hinter mir. Das ist so. Ich gehe davon aus, dass es auf ein Duell zwischen uns beiden hinauslaufen wird. In der FIFA gibt es scheinbar immer noch Deals und Absprachen. Und Strippenzieher im Hintergrund. Er ist der wichtigste, Scheich Al-Sabah, neues, starkes Mitglied der FIFA-Regierung. Alle buhlen um seine Gunst. Infantino genauso wie Salman Al-Khalifa. Al-Sabah, der wohl mächtigste Mann im Weltsport. Neben der FIFA auch im IOC. Er hat Thomas Bach den Weg auf den olympischen Thron geebnet. Der Scheich aus Kuwait, ein gerissener Taktiker. Einer, der ganz genau weiß, wie man Stimmen organisiert, Posten verteilt, Abhängigkeiten schafft. Wir treffen ihn zum Interview. Niemand kann die FIFA mit einer Reformkommission erneuern. Das geht nur langsam und wir nehmen uns die Zeit, die es braucht. Wird es weiter geheime Absprachen geben? Ja, klar. Wenn du in einer Krise bist, dann musst du eng beieinander stehen und starke Bündnisse schaffen. Es muss alles in der Familie bleiben. Wir können keinen Einfluss von außen gebrauchen. Gerade nicht jetzt, in Krisenzeiten. Es geht um unsere Familie. Wen unterstützen Sie? Sie haben eine eigene Stimme. Ich bin ein Abgeordneter aus Asien und Asien wird im Block stimmen. Daran gibt es keinen Zweifel. Das ist auch gut so. Das heißt also, Asien und Sie selbst stimmen für Scheich Salman aus Bahrain? Er wurde offiziell nominiert und steht zur Wahl. Und ich denke, er würde ein sehr guter Präsident sein. Wir glauben an ihn. Er ist vertrauenswürdig, hat nichts zu verstecken und hat die Fähigkeiten, den Weltsport zu führen. Neue Leute, alte Parolen. Es klingt wie immer. Doch viele haben genug davon, wie Roland Büchel, Abgeordneter der Schweiz. Er will härtere Gesetze gegen Korruption und ist sich sicher, die FIFA ist nicht reformfähig. Das ist wirklich schade. Die Schweiz kommt durch als Land, wo Korruption gang und gäbe ist. Fürs Image ist das, was jetzt läuft, aber auch das, was in den letzten zwei, drei Jahren abgelaufen ist, wirklich sehr schlecht, um nicht zu sagen eine Katastrophe. Wie groß ist tatsächlich der Druck und wie groß, denken Sie, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die FIFA sich reformieren kann? Der Druck ist enorm. Der Druck ist wirklich enorm von der Öffentlichkeit, von der Politik, von der Justiz, von den Behörden. Eigentlich ist alles gegeben, dass sich die FIFA reformieren kann. Es geht um Köpfe, es geht um Menschen. Und mit diesen Leuten, die da drin sind, da ist Korruption einfach gegeben. Wahrscheinlich ist, dass bald noch weitere mächtige Fußballfunktionäre hinter Gittern landen werden. Die Strafverfolger aus den USA und der Schweiz geben hier den Ton an. Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben bei der FIFA. Vielleicht implodiert sogar das gesamte Gebilde.